Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Beauty's Alice Madness Returns. Wir waren letztens stehen geblieben hier und ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen müssen. Das war jetzt zu lange her, dass man dieses Spiel gespielt habe. Ja. Was war das? Das wollte ich nicht. Y war das, gut. E war Wechsel und... Ja, gut. Gerade mal durchgucken, was hier nochmal alles war. Weil, wie ich mich kenne, habe ich natürlich wieder alles. So, das war das. Das war springen. Gut. Habe ich wenigstens halbwegs erstmal alles wieder zusammen. Wie konnte ich nochmal den Regenschirm verwenden? Da hakt's gerade. Nein, das ist nicht der Regenschirm. Regenschirm. Wie war nochmal der Regenschirm? Achso, der Regenschirm war das und das. Gut. Dann hat sich das erledigt, dann weiß ich wieder alles. Naja, so halbwegs. Wir haben jetzt die Aufgabe, den Tintenfisch zu suchen. Ich gehe erstmal hier lang. Der Wiegesäge lag da aus. So, die Zähne wieder einsammeln. Oh Gott, ungewohnt wieder. Zu ungewohnt, so wie war es dann? Kleiner war das? Nein. Kleiner war nicht diese Taste. Es war die Taste. Genau, es war die Taste, wo ich mir die Hände brechen muss. Genau. Ach, deswegen habe ich das verdrängt, dass die Taste war. Dunkle Ecke? Nee. Eine Erinnerung. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Nett. Okay, gut. Haben wir hier noch was anderes? Nein? Gut, dann können wir ja gehen. Ja, wir sind von hier gekommen. Rein da. Schon. Gut, und offensichtlich Grinsekatze. Erinnerung. Gut, das hat man schon hinter uns. Dann gehen wir zu Grinsi! Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den Allerwertesten zu treten. Genau. Hallo Grinsi. In den Allerwertesten, genau. Ein Raum voller Miep? Ein Raum voller Miep. Ein Raum voller verschlossener Türen. Das wäre auch ein Anfang. Nee. Und da. Und du. Oder auch nicht. Wir werden so oder so am Arsch. Okay, Wechsel. Genau. Ich fehle darin gerade. Bist du mal ein bisschen weiter weg? Komm mal ran an den Rand. Ich geh schon. Nein. Danke. Kannst du mal antun? Kommst du jetzt ran? Jetzt muss er sowieso ran.
gar nicht schwer und uneigentlich bin ich dann 2. Wie ein das Leben zu hören. Genau. Uneigentlich bin ich 2. Eine Freude. Okay. Wo müssen wir hin? Wir müssen das erstmal öffnen. Wir müssen das erstmal machen. Genau. Dann können wir da hoch. Ups. Wir wechseln mal wieder auf die Warpike-Klinge. Die ist immer noch bequemer, wenn es jetzt andere Gegner werden. Und hoch dort. Und hier hoch. Nein! Ach, verdammt. Hätte klappen können. Steuerung. Kamera, Steuerung. Sie mögen mich alle nicht. So. Fallen. Okay. Ups, hier müsste da sein. Und noch mehr Statuen, die aus dem Nichts erscheinen. Wunderhübsch. So. Jetzt hier lang. Und hier hoch. Gehen wir da? Ach, wir gehen einfach mal dahin. So, wo als nächstes? Da hinten oder? Hä? Ja, das wäre ein bisschen zu hoch. Ja, das wäre definitiv ein bisschen zu hoch. Also gehen wir hier rüber. Nein, 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 nein! Das war zu weit! Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich merke es schon. Konzentration ist, obwohl ich immer 5 Minuten spiele, weg. Und hier lang, dann hier hoch und dahin und jetzt hier hoch. Genau, mehr wollte ich doch erstmal nicht. Geht's da rein? Nein. Und hoch. So. Unten und in das ungefährlich aussehende Maul hinein. La 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 la. Ach, hier riecht's mal wie in einer Schnapsbrennerei mit einem Hauch Mundgeruch und Urin. Das ist der Duft des verkannten Genies. Also, verpiss dich! Mehr Leergut als eine irische Brauerei. Der Zimmermann schickt mich. Zunächst einmal, der Zimmermann ist ein karierter, kleinmütiger, knausriger Klotzkopf. Mag schon sein, aber ich bin wegen des Skripts hier. Ich wollte... Einen Scheiß willst du? Ich will einen Drink. Wen interessiert's? Ich will die Verantwortlichen für das Scheitern meiner Karriere in Ketten sehen. Keine Freude. Ich will wissen, was Liebe ist. Die Welt bleibt stumm. Gerade jetzt will ich meine Dosis Versteck spielen. Finde mich dreimal, Holde Maid. Beeil dich und wir können reden.
Das hört sich ja vertrauenswürdig an. Gut. Katze? Nein, 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 Alice, nein. Aus Alice, danke. Wo steht die Katze? Er hat naturgemäß einen Vorteil beim Verstecken, aber sein Verhalten kann ihn verraten. Ach, da oben stehst du. Ich finde es höchst interessant, wenn man auch die Katze suchen muss, wo sie überhaupt sitzt. So, was haben wir denn hier? Zum Sterben schöne Darbietung. Walrus-Anzeiger. Sieht sehr einladend aus. Gut. Wie schon vorhin nicht auf die roten Quallen, die tun ganz dolle Aua. Und ganz dolle Aua ist schlecht. Da waren noch zwei Zähne. Ja, nehmen wir die mal. Verdammt. Sprungeinlage. Das fängt doch schon super. Das fängt doch alles schon mal perfekt an. Also, Menü. Ich wollte jetzt erstmal überhaupt gucken. Maus? Ach, danke. Waffen. Ja, Waffen. So. Können noch gar nichts leisten. Schade. Auch nicht schlimm. Gut. Erstmal mal darüber und dann hier rüber. Das war knapp. Dann warten, bis der unten ist. Oder auch nicht. Gut, dann nicht. Ja, es könnte man auch das nehmen, ne? Welches nehmen wir jetzt das? Ach, guck mal, eine Schnauze. Wunderhübsch. Und das bringt mir jetzt... Ich bin zu blöd für diese Welt. Ich übersehe die einfachsten Dinge. Das schaffe auch nur wieder ich. Nein! 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 Oh. Okay, dann noch einmal. Ach, Menno. Gut, das bleibt wenigstens. Hoch. Dann hier rüber. Und jetzt hier rüber. Und die Glasflasche können wir auch kaputt machen. Darum ist aber auch nur Wein. Also gut, ist das nicht viel. Du hast da ein Auge. Und die Flasche ist auch noch wichtig. In diesen werden wir nämlich auch den Tintenfisch. Das ist aber auch viel da. Lena! Ach du Scheiße. Nein! Nein! Fuck! Verdammt! Oh, danke, dass ich wenigstens hier starte. Okay, und jetzt ganz langsam irgendwie weiter. Gut. Und jetzt hier rüber. Hoppala. Das war knapp. Und das gerade mein Todesurteil, weil ich weiß, ich werde fehlen, das Teil jetzt hier zu treffen. Oder auch nicht. So, da und jetzt hier rüber. Und von hier rüber nach da rüber. So. Was haben wir noch? Nur eine Vorstellung. Totentanz mit dem berühmten Austernschwestern. Die wir auch noch holen müssen. So, jetzt hast du mal. Brauchen wir nicht. Schade. Hätte ja sein können. Egal. Ach ja. Wir müssen den Tintenfisch suchen. Wie uns das unsere hier beibringt.
und den finden wir am besten, indem wir uns die Flaschen genau angucken. Denn eine sieht mehr gefüllt aus als die andere. Und zwar sehen wir da hinten den Umriss auch noch von ihm. Oh, guck mal, da gibt es sogar was. Ah, das ist zu leicht! Nee, eigentlich nicht. Eigentlich warst du offensichtlich. Naja, egal.